Hundeschule mit den Kangal-Welpen Archie und Sam in Ludwigshafen. Für Kangals ist eine gute Ausbildung besonders wichtig, um sicherzugehen, dass sie später niemanden verletzen. Hundetrainerin Michelle Brill gibt Anweisungen. Bist du startklar mit deinem Archie? Dann erst aufstehen, Blickkontakt. Jawohl. Und ab sofort darfst du den Marker benutzen, den Klicker. Okay? Die 12-jährige Alina Leuker trainiert heute mit Archie. Laut ihrer Mutter Sandra stellen Kangals ihre Halter vor besondere Herausforderungen. Also den können sie nie zu 100% komplett kontrollieren. Das geht einfach nicht. Aber wenn man sich auf die Rasse einlässt und sich auch ein bisschen einliest und auch mit einem Trainer vielleicht zusammenarbeitet, ist das ein super Familienhund. Ziel des Trainings: Die Welpen sollen Körper und Kraft einschätzen können. Und super. Vertrauen bilden zwischen Hund und Besitzer. Und nehmen wir wieder mit. Darfst höchstens halt deine Hand so ein bisschen bewegen. Na, jawohl, und mag er das. Gut. Für Archie und Sam ist so ein Vertrauenstraining besonders wichtig. Denn beide hatten einen schweren Start ins Leben. Ihre Mutter wird im letzten Sommer trächtig in einem Weinberg bei Deidesheim ausgesetzt. Noch im Weinberg bekommt sie die ersten Welpen, bevor sie vom Tierschutz gerettet wird. Du lieber Schatz, du. Als Sandra Leuker das hört, war ihr sofort klar, sie möchte helfen. Ich hätte weinen können, weil ich es ganz, ganz schlimm fand, dass man eine hochträchtige Hündin einfach so aussetzen kann. Ich verstehe das nicht. Für mich ist ein Tier wie ein Familienmitglied. Das lässt man nicht einfach im Stich in so einer Situation. Das macht man nicht. Familie Leuker hat adoptiert den Kangal-Welpen Archie im vergangenen Herbst. Die Hündin im Weinberg ist jedoch kein Einzelfall. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es in den letzten Monaten immer wieder Berichte über ausgesetzte Kangals. Wie kann das sein? Kangalhunde sind im Trend. Auf Webseiten werden sie angepriesen als perfekte Familienhunde. Wer will, kann sich einfach online einen Kangal kaufen. Ohne Prüfung, ohne Vorschriften, ganz einfach per Mausklick. Dabei gibt es bei Kangals einiges zu beachten. Denn sie sind Herdenschutzhunde, die mitunter gefährlich und aggressiv werden können. Was das bedeutet, erfahren wir im Tierheim in Bad Kreuznach. Jens Strube ist hier zweiter Vorsitzender und Hundetrainer. Er ist ein extremer Familienhund, streite ich auf keinen Fall ab. Er prägt sich mit seiner Familie. Das ist wunderbar, wenn man diesen Hund hat. Er hat aber gleichzeitig die Eigenschaft, diese Mitglieder seiner Gruppe zu beschützen. Und das sowohl territorial, also er bewacht das Grundstück, als auch wenn diese Gruppe spazieren geht. Wie das aussieht, sehen wir bei Kangal Mowgli. Seit 5 Jahren lebt er im Bad Kreuznacher Tierheim. Zunächst nähern wir uns als Fremde mit der Kamera. Die Reaktion? Danach geht eine Vertrauensperson zu ihm. Der Kangal zutraulich, verspielt. Ein Kangal brauche mehr Erziehung als andere Hunde, sagt Strube. Ansonsten können sie vor allem für Fremde gefährlich werden. Nach Behördenangaben wurden in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr 8 Menschen von einem Kangal verletzt. Mit seiner Körpergröße von bis zu 80 cm und seinem Beschützerverhalten überfordere ein Kangal oft unvorbereitete Besitzer. Wenn man diesen Hund also jetzt, wir sagen jetzt mal, nicht artgerecht hält, also er hat jetzt nichts zu bewachen, er hat nicht seinen nötigen Auslauf, dann setzt man den Hund unter Stress. Und dann kommen sogenannte Verhaltensauffälligkeiten zutage. Das ist dann eigentlich die relativ gesteigerte Aggression jedem Fremden gegenüber. Die Folge: Besitzer wollen die Hunde loswerden, setzen sie im schlimmsten Fall aus. Pro Tag bekomme das Tierheim in Bad Kreuznach eine Anfrage zur Aufnahme eines Herdenschutzhundes, berichtet Strube. Für ohnehin schon überlastete Tierheime ist das ein großes Problem. Das sind ungefähr 200 Euro im Monat, die er nur an Futter und teilweise dann an Medikamenten verbraucht, plus dann die Arbeitszeit des Pflegers, weil er allein gehalten wird. Das ist eine große Belastung, kann man so sagen. Der Herdenschutzhund als solches ist eine große Belastung. Oft bleiben die Tiere über Jahre in den Heimen, sterben sogar dort. Weitere Vermittlung oft nicht möglich. Eine Lösung? Der Deutsche Tierschutzbund fordert, Onlinehandel komplett verbieten und die Haltung von Kangals schon im Vorhinein an Bedingungen knüpfen. Wir fordern einen theoretischen Sachkundenachweis, also dass man einmal, bevor man sich einen Hund anschafft, eine Art Theorieprüfung, Multiple-Choice-Test, wie auch immer, ablegen muss. Jens Strube glaubt, dass die Umsetzung eines solchen Nachweises in der Praxis schwer umsetzbar sei. Nur ein Haltungsverbot könne das Problem lösen.
Was mache ich mit der Familie, die diesen Test nicht besteht? Wie kann ich verhindern, dass sie es über Kleinanzeigen trotzdem machen? Kaum Hoffnung, dass sich das irgendwie ändert. Leider. Traurig. Ärgert mich, ärgert die Tierheime, bringt uns in finanzielle Nöte, aber ich wüsste keine Lösung. Es sei denn, du greifst ein auf politischer Ebene und sprichst Verbote aus. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde schreibt auf Anfrage, weder ein Haltungsverbot noch ein Sachkundenachweis für Kangals stünde zurzeit zur Diskussion. Zurück beim Hundetraining in Ludwigshafen. Kangal-Welpe Archie hat den Parcours fast geschafft. Prima. Und jetzt machst du ganz langsam und gehst schon wieder raus. Besitzerin Sandra Leukart ist für einen Sachkundenachweis. Es sei notwendig, sich mit den Besonderheiten von Herdenschutzhunden auseinanderzusetzen. Die Erziehung eines Kangals, sie ist sehr aufwendig und kostet viel Zeit. Denn eines ist klar, Kangals wurden gezüchtet, um eine Aufgabe zu erfüllen. Um Haus- und Nutztiere zu beschützen, komme, was wolle.